beinahe übergangen, aber es ist ein wichtiges Thema, nämlich 50 Jahre ZDF. Und jetzt erwarten viele, dass ich sowas sage wie, es ist fast so alt wie die Zielgruppe. Und am Ende, zum Jubiläum, sollten wir es vielleicht mal wieder einschalten. Aber das ist gar nicht nötig, denn wir bezahlen alle mit der Haushaltsabgabe das ZDF mit. Da brauchen wir uns nicht noch mehr abzumühen. Ich bin ja grundsätzlich positiv eingestellt und weise deshalb auf die Erfolge hin. Der größte Erfolg ist bei dem Ableger ZDF Neo zu verzeichnen. Da hat man geschafft, Joko und Klaas und Stuckrad Barre loszuwerden. Morgen geht's weiter.